Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Neuvertragsuniversum gegen Giftdrache. Welche Verträge machen die da in diesem Universum eigentlich? Erneue. Also warte mit dem Alten. Hier, Kalum. Neue Mietrechte oder welche Form Karotten haben dürfen oder sowas, keine Ahnung. Okay, warum habe ich goldener Zug auf der Starthand? Du willst die Karte doch ziehen, oder wenn nicht? Ja, nicht auf der Starthand. Man muss sie ziehen. Also, like, durch normales Ziehen. Ja, also. Darf Um langsam diese aber sicher Karte spielen. zu aktivieren, musst du sie als dein normales Ziehen in deiner Dwarf-Phase ziehen. Man, muss ich da irgendwie wieder zurückmischen? Du hast Glück. Ich hab gerade irgendwie nichts Gutes auf der Hand. Das. Falls ich ein. Also nur bei Xenomonster, okay. Okay, ich spiele dich. Dann aktiviere ich dich. Dann. Ja, ganz ehrlich, so gut bist du auch wieder nicht. Und jetzt brauche ich. Was hast du? Ja, ich glaube, du warst das. Sechstaler Erschaffung. Und dann wieder zurück ins Deck. Ja, nehmen wir den da. Und holen wir uns, falls du kein. Ne, der würde nicht gehen, falls du ein. Ja, der geht. Das ist, glaube ich, auch der, der mir den Rank abgibt, oder? Keine Ahnung, werden wir sehen. Gut, dann bilden wir das Überlagerungsnetzwerk und Exit beschwören Nummer 39, Utopia. Dann aktivieren wir Sorry, den Effekt, den Utopia vom ZS-Typen da kriegt. Okay, das ist nur mit Karten. Das geht nicht von der Hand. Wer von euch geht von der Hand? Das die geht von der. ZW-Monster. Die müsstest du doch so oder so ausrüsten können. Nicht alle gehen von der Hand. Manche müssen auf dem Feld sein dafür. Aber wartet, ihr geht nur mit Nummer 10 39 Utopia Strahl. Also seid ihr beide definitiv keine Option. Okay, du würdest auch mit denen gehen. Ich glaube, ich sollte mal das Fenster aufmachen. Das kühlt ein bisschen runter. Das ist nur dafür. Der geht scheinbar auch nicht von der Hand. Das war nur ein ATK-Boost. Alle Monster. Also, warte, bin ich ganz so wichtig gerade. Das ist nochmal ein ATK Boost. Einfach. Okay. Weiß aber nicht, ob das du überhaupt machst. Ich als Ziel.
Okay, nehmen wir mal dich. Also, los. Utopia, mach den mal weg. Nein, danke, den will ich nicht aktivieren. Okay, was können die beiden jetzt? Also. Also der Silly. Sleipnir? Sidvi Sleipnir? Toller Name. Macht was, wenn ich jetzt deine Utopia zerstören würde, kannst du deine Utopia quasi einfach wieder zurückholen. Was für Utopia blöd wäre, wenn er ohne Material wiederkommt. Und der Tornadobringer, was konnte der nochmal? Achso, der beschützt einmal vor Zerstörung, alles klar. So. Ich habe, glaube ich, keine Wahl. Okay, da kann erst was in der Endphase. Das würde mit dem nicht gehen. Go, go, go. Nee, ist nicht wirklich da. Okay, jetzt kommt dein Effekt und darfst dir was suchen. Und was auf dem Friedhof legen, wie scheint. Korrekt. Okay, beschwören wir. Zwerg, Gogo, was weiß ich. Dododo, Zwerg, Gogo, Handschuh. Zubababa oder Gagaga? Oh, keine Gogo Monster. Das ist ein bisschen schade, hätte ich vielleicht nicht Angriff spielen sollen. Egal. Okay, so spielen wir der Hase also, huh? Ich meine, ja, kannst du machen. Ich kann nichts dagegen tun. Ist die Frage, wie komme ich über diesen Utopia rüber? Der ist ein ganz schöner Beatstick. Ja. Das schaut es aus. Uff. So, der macht jetzt keinen Schaden, aber er greift jetzt trotzdem an. Nein, ich meine Würde. Hätte ich doch über den beschwören sollen. Naja. Ich habe nicht ganz gelesen. Ich dachte, ich könnte mit dem auch beschwören. Kann ich den Utopia nicht mehr als Ziel für Karteneffekte wählen? Wer beschützt den Utopia? Ich konnte den nicht als Ziel wählen. Wer beschützt den denn da? Ah ja, das ist ja gut. Nee, das ist nicht gut. Das finde ich nicht in Ordnung. Den fusionierst du mir nicht weg. Der ist Licht oder bleibt Licht. Wer weiß. Wer weiß. Also ich weiß es wirklich nicht. Kann es mir einmal erklären? Also dafür, dass Predator Plants angeblich Anti-Xyz-Karten waren, sind die jetzt irgendwie wenig Anti. Anti-Xyz? Sagen wir es mal so, obwohl die Stufenveränderung ja komplett irrelevant ist, sobald das Exil-Monster auf dem Feld ist. Nein, die Zähmarken setzen alles auf 1. Sie sollen quasi verhindern, dass du überhaupt Exiden kannst als Gegner. Ja, klar. Das ist der Sinn dahinter. Ich glaube irgendwie, dass sie Synchro mehr hören.
Was würde jetzt mehr Sinn machen? Wie immer das. Jetzt fusionierst du ja einfach mit dem. Dass um das geht. Das ist ein bisschen viel, ADK. Meinst du? Wie kommst du darauf? Fehlt ja noch 400, dann sind da 8000. Gut, dass hier Utopia ist. Ist egal, wenn ich abwerfe, oder? Werfen wir mal die ab, vielleicht macht die mehr Sinn im Friedhof, ich bin mir unsicher. Ja, stimmt. Das Konto Utopia. Ja, dann ziehen wir mal. Ah, du bist jetzt nicht mehr so gut. Du wärst vielleicht gut gekommen vorhin mal, aber jetzt gerade nicht so. Okay, ja, beschwören wir mal Gokogoriese. Warte mal, habe ich sogar ein Target? Ja, den. Warte mal, du hast Gogogo im Namen, aber kannst keine Gogogo-Monster. Na, von mir aus. Hast du überhaupt eine Stufe 4? Hast du noch einen. Nee, du hast noch nie noch ein Utopia drin, ne? Es gibt ja nur einen. Ja, anscheinend ist da wirklich nur ein einziger drin. Ja, der Sinn dahinter ist ja, dass man das Ding dreimal kauft, von daher. Holla! Die Waldfee. Ja, da kannst du ihn einmal wiederholen. Ja. Okay, das hat er überlebt. So, was wirst du jetzt tun? Rangsteigerungszauber? Oder? Ich kann. Warte mal, fallst du ein? Okay, ich sehe schon, daran liegt das. Ach, der kann sich einfach wiederholen. Aber er würde dann verbannt werden, glaube ich, ne? Wenn er jetzt das Spielfeld verlässt. So eine ist das. Jetzt ist nur die Sache. Raubpflanze. Ja, der Hungergift-Fusionsdrache ist keine Raubpflanze. Ich habe nicht mehr viele Lebenspunkte. Ich muss es genau aufpassen, was ich tue. Da wird fusioniert, ich sehe schon. Also ein Effekt ist jetzt sinnlos. Ein Kragentau kann ich sonst nicht mehr aktivieren. Ja, wenn ich Utopia jetzt angreife, wird er ja zerstört, ne? Ja. Ja, leider. Leider ist das so. So, und der wird jetzt verbannt. Der wird mich nicht mehr behelligen. Ja, da ist er wohl. Das heißt. Ich bin theoretisch wieder im Rennen, aber das will nichts heißen. Oh, ich muss irgendwie wieder an Utopia kommen. Hast doch bestimmt irgendwie so Xyz wieder. Xyz Wiedergeburt war gar nicht da drin. Was war denn in dem Galaxieaugending drin? Oder? Aber selbst wenn, das würde jetzt zu lange dauern. Oh, das ist ja interessant. Das reicht aber nicht.
Wenn ich jetzt noch was hätte, was ich noch beschwören könnte. Ja, den kann ich eigentlich Verteidigung lassen, da kommt das auch nicht drüber. Ich spiele mal den. Okay. Oder ach, ja, okay, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch so mehr Sinn. Oder ich müsste sicherstellen, dass das das letzte ist. Damit das dann quasi. Was ist nicht genug? Es ist nicht genug. Oder? Das muss ja zwingend. Und da muss ja quasi dann das im Namen stehen. Und das steht bei denen nicht drin. Also, was machst du da? Ah. Ich hol nochmal einen Kragentau wieder. Jetzt versehen die dann alle wieder weg. Okay. Damit ist ein Monster weg. Damit ist das zweite Monster weg. Okay, dafür ist diese Karte. Achso, da ist beides 0-0, okay. Was für eine bizarre Fallkarte. Was ist denn der Clou dahinter? Wann kannst du es jetzt immer? Du hast den Effekt ja schon benutzt. Willst du dir jetzt erst durch, bevor ich sie nutze? Anzahl an Utopia-Monstern und unterschiedlichen Namen von deinem Friedhof. Du hast ja nur einen. Ja, hätte ich drei Stück, dann wäre es jetzt tot, aber habe ich nicht. Ja. Ja, das wäre jetzt nochmal. Astraltopia heißt ja auch nicht Utopia. Wohl, das kannst du ja einfach jetzt mal checken. Vielleicht. Es hat ja Utopia. Weißt du, okay, gucken wir mal, was passiert. Nee, stimmt, der Astraltopia. Ist die Frage, willst du das wirklich. Willst du das wirklich machen? Jetzt hast du ja keine Mana. Mach's doch gerade. Ja. Jetzt machst du es gerade. Uff. Geil, der hat 500 AK! Auf geht's! Scheiße, was soll ich jetzt tun? Also, wenn du jetzt noch irgendwie 700 Effektschaden oder sowas machen kannst, dann. Ja, dann. Eine gute Nacht. Werde ich wahrscheinlich nie wieder glücklich werden. Ja gut, jetzt ist Utopia ein Banish-Pile. Habe ich Karten, mit denen mit Utopia ein Banish-Pile interagieren können? Ich glaube eine. Ich habe glaube ich aber auch eine für Friedhof, oder? Ich bin mir selber unsicher, ehrlich gesagt. Es passiert so selten, dass der da dann drin landet. Müssen wir nicht alle erst kriechen lernen, bevor wir laufen können? Geht ja auch in den Banish-Pile. DZW sogar. Aua, jetzt war das ein Direktor. Ein Direktor. Okay, Herz der Karten. Ey, vielleicht ist jetzt den goldenen Super. Du hättest vorher, glaube ich, was gebracht. Naja. Wenn ich jetzt nichts beschwöre, bin. Warte mal, ich bin doch sowieso tot. Du nutzt einfach deinen Effekt. Ja. Wow, der wird ja häufig gespielt. Ja. Ach ja. Ich habe doppelt oder nichts gezogen. Ach, dieser spezielle Utopia-Karte. Ja. Geht die nur mit Utopia oder was war der Clou dahinter? Es geht eigentlich immer, wenn ein Angriff oder wenn der Angriff eines Monsters annulliert wird. Ach so, ja, und weil Utopia kann ja seinen eigenen Angriff annullieren und ja. Dann doppelt zuschlagen. Hätte ich das genau. Früher bekommen, dann hätte ich dir gleich ganz. Utopia war ja 4000. Das hätte auf jeden Fall mehr wehgetan. Das hätte dann natürlich enden können. Naja, jetzt bin ich am Arsch.
Das war sauknapp, du. Und das war erst die erste Runde. Oh, Himmelswelt, wie geht das weiter? Ja, das wird sich dann schon zeigen. Ich meine, perfekte Hand war das eigentlich auch nicht, weil ich... Am besten wäre es, wenn ich die beiden quasi von Anfang an ziehe. Habe ich aber nicht getan. Ja, es war ja wieder das Gleiche. Ich hatte eine richtig furchtbare Hand. Zumindest war es workable. Ist auch nicht zwingend immer der Fall. Naja, gucken wir mal. Was für Karten bewegen sich jetzt auf meiner Hand? Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. An sich. Aktivieren wir mal. Ja, du bist der. Okay, aktivieren wir mal 6 Salfeld. Dann beschwören wir Gagagamagier. Und Pokémon beschwören ZS bewaffneter Weiser. Dann bilden wir das Überlagerungsnetzwerk, um Nummer 39 Utopia zu beschwören. Das ist nach wie vor immer noch ziemlich unauthentisch. Was? Wie du Utopia ankündigst. Das musst du mehr wie der Protagonist in der Serie machen. Ja, keine Ahnung, ich hab dir nicht geschaut. Du Glücklicher. Ja, ich habe, glaube ich, schon mehr als genug über den Rumba gewettert. Jedes Mal, wenn ich das Ding sehe, wetter ich halt über den, weil der mir so auf den Sack geht mit seiner kreische Stimme. Ah, interessant. Okay, aktivieren wir mal dich. Und aktivieren wir dich. War nicht mal bewusst, dass das einen Effekt hatte, das Feld. Naja. So, ich hätte ja sowas... So, die geben denen, glaube ich, keine Effekte, wenn die so angehangen werden. Hauptsache hat mein Material. Ja, er hat einfach nur mehr Material. Wie soll das überhaupt funktionieren? Gibt es einen speziellen Effekt, der das macht? Oder... Okay. Rangsteigerungszauber. Sexalkraft. Oh, super. Ultimativer Drache. Ich kann den mal lesen. Wo ist dein Name? Hast in den anderen Duell mit deinem Cousin hast du die ganze Zeit damit gebrickt. Wieso? Strahl. Wieso hast du den immer? Jetzt kann ich was aufs Deck legen. Ja, keine Ahnung, wie ich aufs Deck. Ich bin mir gerade selber nicht sicher, ob ich es überhaupt noch drawn kann. Ich glaube fast nicht. Genau, jetzt darf ich ja wieder sofort ausrüsten. Gut, ich habe jetzt den aktuell. Wer ist jetzt hier wieder am allerbesten hierfür? Möchte am besten vielleicht. Gibt es hier einen Monster-Effekt, eine Gate oder sowas? Gibt es. Also der kann einmal pro Spiel sozusagen diese Karte ein Monster ausrüstet, kannst du einen Monster-Effekt annullieren, der auf der Spielfeste deines Gegners aktiviert wird. Und der andere war, das war der Kampf. Ich kann den jetzt nicht mehr durch Kampf zerstören einmal, ne? Ja, du, deine Stimme kriselt jetzt irgendwie so ein bisschen. Wie, ist es vielleicht das Internet? Ich hoffe mal nicht. Könnte es vielleicht... Nein! Ah ja, solange ich nicht, oder? Solange das Internet nicht im Spiel wegcuttet, weil dann wäre es ja weg, das wäre nicht so gut. Sollte es hoffentlich nicht. Oh, mein Cousin hat mich angeschrieben. Das poste ich. Hm.
hat den Link weggemacht. Stufe. Merkmal Stufe. Und er hat keine Stufe, er hat einen Rang. Oh. Achso, also kannst du das nicht mal machen. Ja, du hast zumindest es gibt, etwas. Das geht nicht. Es kann. Das Link-Monster konnte ich auch nicht verbannen, ne? Du kannst ein Monster mit einer Stufe, die kleiner oder gleich der dieser Karte ist, auf dem Spielfeld wählen, verbanne sie. Nee. Naja, also du kannst jetzt crashen. Oder warte mal, du hast noch deinen anderen Effekt, oder? Oder? Ja, stimmt, du hast recht. Ja. Ah ja, gut. Aber kannst du jetzt was machen? Dann ist er ja... stimmt. Aber... ha. Hilft das jetzt? Kommt drauf an, was ich nehme. Wie funktioniert dein Teil? Ich verliere 1000, du bekommst 1000 dazu, sehe ich das richtig? Ja. Okay, reicht das? Nein. Das reicht fürs Crashen. Ja, gut. Also aber, glaube ich, das Höchste, was ich an ATK mir holen kann eigentlich. Also, naja. Sure. Na gut, ich hätte vielleicht nur das nehmen können, dass er nicht kaputt geht. Sind ja auch welche dabei. So. Naja, egal. Egal, das ist jetzt gerade nicht ganz so schlimm, denke ich. Okay, mit deiner Hand. Denn eine übergewichtige Venusfliegenfalle zusammen mit einer Kiwi-Karotte ergeben ein Drachen. Das weiß doch jeder. Und ich verlese mich die ganze Zeit, weil ich das einmal getan habe und das seitdem can't be unseen. Ich lese die ganze Zeit Raubpflanze Drachenhorst. Ein richtiger Horst. Ich lese das die ganze Zeit. Ja. Okay, jetzt aktivieren wir wahrscheinlich zum ersten Mal Topf der Trägheit. Oh, die ist sogar, glaube ich, super gut für dich. Okay, Utopia mischen wir zurück. Ich würde dir empfehlen, die ganzen Xyz-Monster reinzuziehen, damit du möglichst wenig... Dich mischen wir zurück. Obwohl, lass am besten, wenn ich es empfehlen würde, lass mal den ZW Drachenhellebarde. Lass den mal im Friedhof. Weil ich... Meine in den Decks sind ein paar Karten, womit du ihn dann an ein Utopia ausrüsten kannst. Okay, nimm mir mal die da. Das ist jetzt nicht das Schlechteste, was ich gezogen habe, aber es reicht irgendwie nicht so ganz. Was, wieso denn nicht? Weil ich nie exilen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bräuchte noch ein Monster der Stufe 4, dann wird's gehen. Und vor allem, ich habe Änderungsstatistik auf der Hand, also ich könnte dann ziehen. Dann kriegst du jetzt erstmal schöne Drachenstelle. Ja, das, ja. Gott, war das gut, ist dass dann ich. Wohl da. Hab ihn viel erwischt getopdeckt, aber also. Das war die fieseste Karte, die das ich hätte topdeckt. Eigentlich können. Ist das ja voll bescheuert. Du kannst ja, warte mal, warum? Falls der Gegner, ah, okay. Sure, warum nicht? Cool. Okay. Oh mein Gott, okay, ist nicht, doch ist. Doch, es ist. Nein! Nein! Ich kann bewaffneterweise nicht mehr spielen! Oh. Hättest du das nicht sofort gemacht, dann hätt's noch hingehauen. Ach man. Ich
Ich habe einfach zwei Special Summons, aber natürlich machst du mir den einen kaputt. Ja, ein Geschehen. Oh. Richtig, richtig, richtig fies. Das ist Payback dafür, dass du mir so Herzklopfen gerade gemacht hast. Ich muss doch nur exceeden. Ich habe doppelt oder nichts auf der Hand. Das könnte richtig wehtun, Mann. Oh. Als ob ich es jetzt dazu noch kommen lasse. Glaub mir mal. Nee, 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 du. Wohl oder übel nicht. Ich hätte einen Sportbären eigentlich nicht beschwören sollen. Eigentlich war es klar, dass das dann immer funktioniert. Jetzt habe ich nicht mehr genug Monster, um das quasi zu baiten. Ich muss das Viech irgendwie anders wegkriegen. Ach, oh, wieso kann ich mir das nicht merken? Ich nehme ihn nicht auf die Hand. Er kommt aufs Feld. Warum merke ich mir das nicht? Vor allem steht doch, glaube ich, auch in der Auswahl, oder? Oder nicht? Als diese Karte ein Monster in der gleichen Stufe oder niedriger gekämpft hat, du kannst einen Raubpflanzenmonster als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Ich weiß nicht, warum ich mir die... Ich glaube, ich verwechsel den mit irgendeiner anderen Supportkarte, die ich in einem anderen Raubpflanzendeck benutze. Wo ich irgendwas auf die Hand kriege, wenn ich das mache, aber bin mir nicht sicher, warum ich diesen Denkfehler habe. Ja, okay. Oh, cool, jetzt darf ich sogar specialen. Ja, da hast du. Aber... Ja, hättest du das vorhin gemacht. Aber nein, vorhin hast du es instant gemacht. Einfach ohne Zögerung. Eieiei. Naja. Ich wollte noch ein paar Karten ziehen mit der Änderungsstatistik. Zumindest eine. Ich hätte wahrscheinlich nicht noch weiter exilieren können. Gott, habe ich jetzt viel Auswahl. So. Erst einmal holen wir uns noch mal was Feines. Was denn zum Beispiel? Das hier. Du magst diesen Weisen doch so sehr. Obwohl, warte, was passiert? Ja. Da kommt er jetzt erstmal weg. Ja. Schluss mit der Spielzeit. Ich meine, der andere von ihm ist besser, der Aufsteigende, weil der einen eben den Rangsteigerungszauber gibt. Also, ich habe wirklich Harpien Federwisch getopdeckt. Also, das war. Ja, alle guten Dinge sind drei. Das war schön und gemein zur gleichen Zeit. Ich hoffe, ich darf mal anfangen. Achso, hast du bislang noch nicht angefangen? Ja. Okay. Oh, das ist aber lieb von dir. Jetzt habe ich eine totale Brick und das bringt mir gar nichts. Pass auf. Das wäre was. Na, gucken wir mal. Das ist. Damit kann man arbeiten. Ja, damit kann man arbeiten. Das ist nicht die schlechteste Hand. Oh ja. Oh, das klingt aber gar nicht. Ja, okay. Sagt, oh ja, und spielt ein Monster verdeckt, sure. Damit kann man arbeiten.
Mit einem Monster verdeckt? Okay, schön. Sure. Ja. Okay, erstmal, ich kontrolliere keine Karten, also beschwören wir den aufsteigenden Weiser. Ja, mach du. Dann beschwören wir Astraltopia. Alles klar. Ja, irgendwie hatte ich Vermutung, dass du mit sowas kämst. Oh, achso, ich habe sogar nicht mal ein gescheites Target dafür. Okay. Ah, warte, du hast immer noch einen Friedhofseffekt, also geht's mal dahin. Puh. Okay, wie exceed ich jetzt noch? Ich müsste irgendwie noch zwei Monster holen oder so. Oh, du kannst eine Karte von mir zerstören. Sexualerschaffung. Achso, wieder aufs Deck. Okay, keine Ahnung, nehmt die da wieder aufs Deck. Ich hab noch nicht gedingenst. Wird aber vom Dingens ja nicht reichen. Das war so ein bisschen blöd. Naja. Nehmen wir dich, denke ich mal. Ach so, den haben. Ja, okay. Hab ich irgendwie nicht richtig im Kopf gehabt. Egal. Vielleicht hast du ja wenig Dev. Bin mir da exakt nochmal sicher. Ah, na gut, der nicht. Der nicht. Ja, jetzt kriegst du nochmal eine Marke. So, und zwar hier, der hier. Weil der mich hier so anfunkelt von der Seite. Schade. Schade. Jetzt wird's schwer noch zu exceden. Okay. Ich nehme das mal, ne? Was soll denn das? Von allen, die ich hätte ziehen können, warum den? Wieso? Spiel, warum? Ich meine, ja, ich weiß warum, aber... Ja, gut. Da wird ja einiges fusioniert. Ja, mal schauen, ob der helfen kann. Gut, lassen wir es erstmal dabei. Aua. Kann dich leider nicht finishen. Das tut mir leid. Ja, WTF, Alter. Ja, so kann ich ja gar nicht mal exceeden, läuft. Ah, ach so. Ich mein, ja, kriegst du ihn jetzt wieder. Ja, jetzt hat immer nur seine Marke. Das ist irgendwie so geil. Ah. Okay, damit kann...
Oh, jetzt kann ich den sogar specialen, weil ich nicht mehr so viele Lebenspunkte habe. Das ist ja toll. I guess. Aktivieren wir dich mal. Warum nicht? Kann ja nicht schaden. Dann setzen wir dich. Setzen wir dich. Dich in Defense. Beschwören wir dich auch in Defense. Denke ich mal. Mal gucken. Gucken wir mal, ob die mal zum Einsatz kommt, die habe ich noch nie verwendet. Aber jetzt sollte es sogar ein Moment sein, wo sie nutzbar sein sollte, oder? Gerade eben. Mann! Es tut mir leid. Ich hätte auf halbem Weg in die Ewigkeit verwenden können. Es wäre doch. Was? Es wäre doch. Ach, die Falle. Nee, nicht die Falle. Ja, doch, ist eine Falle. Auf halbem Wege zur Ewigkeit. Werde zwei Monster in deinem Friedhof. Also so klar, du musst die Monster erst noch zerstören, die auf dem Feld sind, aber sonst. Deswegen habe ich Änderungsstatistik gesetzt, weil ich in deinem Zug exiliert hätte. Naja. Das wäre natürlich. Wär natürlich hart gewesen, ja. Hättest du aber wahrscheinlich trotzdem annullieren können, oder? Ja. Also ich kann einmal eine Spezialbeschwörung aus dem Extra-Deck annullieren. Aber wäre trotzdem lustig gewesen. Das ist auf demselben Niveau wie das Solomon Judgment. Na gut. Drive you over Rutum wird's beenden. Dann würde ich mal sagen, bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.